Animationen sind nicht nur einfach nette Effekte, sondern sie können auch gebraucht werden, um etwas zu erklären. In diesem Fall möchte ich zeigen, wie wir von der Schweiz über Berlin nach Polen gereist sind. Und hierfür klicke ich auf den Kreis und gehe in den Bereich Animationen. Und wenn ich jetzt da alle Animationsmöglichkeiten einblende und nach unten scrolle, so findest du zuunterst sogenannte Animationspfade. Da hast du schon vorgegebene Animationen einer Linie oder einem Bogen entlang. Ich wähle jetzt da benutzerdefinierter Pfad und damit ich da ein bisschen genauer reinzeichnen kann, zoome ich ein bisschen rein in meine Folie und zeichne jetzt einfach diesen Weg mit der Maus ein und schließe mit einem Doppelklick ab. Und du siehst, dieser Kreis fährt nun dieser handgezeichneten Linie entlang. Um jetzt die Animation etwas besser steuern zu können, blende ich den Animationsbereich ein, brauche ihn aber erst später, dann wenn weitere Animationen hinzukommen. In diesem Fall soll diese Reise durch ein Klicken angezeigt werden. Die Dauer möchte ich etwas verlängern, weil ich ja dazu auch noch etwas sagen werde. Die Sprechblase, die soll erst dann eingeblendet werden, wenn diese Reiseanimation abgeschlossen ist. Ich klicke also auf die Sprechblase und wähle hier als Eingangsanimation den Zoom. Hier darf es durchaus etwas effektvoller sein. Die soll jetzt nicht mit Klicken ausgelöst werden, sondern nach vorheriger, also wenn diese abgeschlossen ist. Beim nächsten Klick soll nun diese Sprechblase wieder verschwinden. Und damit ich jetzt diese Animation nicht einfach ersetze, muss ich hier auf Animation hinzufügen klicken. Also dieses Objekt soll nach dem Erscheinen wieder eine zweite Animation erfahren, und zwar eine sogenannte Ausgangsanimation, hier wird gesagt, wie das Objekt wieder verschwindet. Wiederum mit einem Zoom-Effekt, in diesem Fall mit Klicken. Dann als nächstes sollen erst diese beiden Pfeile eingeblendet werden. Zunächst dieser hier, auch da wieder diesen Zoom-Effekt, der soll jetzt direkt nach diesem UFF eingeblendet werden, also wieder nach vorheriger. Dieser hier ebenfalls mit dem Zoom-Effekt, aber nach einem Klicken. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich starte gleich die Präsentation dieser Folie. Dieser Punkt, der wandert ein bisschen ungleichmäßig. Er braucht eine Zeit, bis er startet und bis er wieder anhält. Aber die Sprechblase, die ist automatisch erschienen, wie gewollt, verschwindet mit einem Klick und automatisch erscheint anschließend der Pfeil und der zweite erneut mit einem Klick. Ich kann nun also hier die Einstellungen noch ändern, zum Beispiel indem ich da die Effektoptionen wähle und hier diesen gleitenden Start und das gleitende Ende zurückschraube. So ist die Bewegung gleichmäßig. Dieses gleitende Starten und gleitende Ende, das kann bei einem Flug, einer sehr langen Animation durchaus gewollt sein, aber hier wirkt es dann ein bisschen langweilig. Springen am Ende, das ist so dieser Gummiball-Effekt, der aber in diesem Fall nicht wirklich angebracht ist. Sieht ein bisschen holprig aus, aber so war diese Zugsfahrt auch tatsächlich. Ja, du siehst, du hast hier sehr präzise Möglichkeiten, um diese Animationen zu steuern. Und gleichzeitig hast du eben auch ein Werkzeug, um deinen Vortrag wirklich zu bereichern und deine Erklärung nachvollziehbarer zu machen.